Das interessiert mich auch mal noch. Ich bin jemand, ich habe keine psychischen Erkrankungen. Hallo und willkommen zu mehr Ehrlichkeit. Heute gibt es wieder einen Real Talk und zwar möchte ich mit euch ehrlich über meine psychische Erkrankung reden. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin Hypochonder. Ich möchte euch erzählen, was das ist und wie sich das bei mir auswirkt. Oh, Hypochondrie ist eine psychische Störung. Die Betroffenen beschäftigen sich beharrlich mit der Möglichkeit, an einer oder mehreren schweren und fortgeschreitenden körperlichen Krankheiten zu leiden, ohne dass dafür ein angemessener, objektiver Befund finden lässt. Mit anderen Worten, regelrechte Kontrollangst vor schwerwiegenden Krankheiten bei einem selbst. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich irgendwann mal erzählt habe, dass ich aufgrund von Panikattacken in Therapie war? Was glaubt ihr, wo das ursprünglich herkommt? Es ist eine wirklich stressige Angelegenheit, also buchstäblich, und ich möchte euch erzählen, wie das Ganze bei mir angefangen hat und wie ich gehandelt habe. Reisen wir doch mal ins Jahr 2006, wo ich 14 war, weil ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern. Ich hatte eine mega lange Phase, wo ich extrem unruhigen Schlaf hatte. Ich denke mal, es war wegen Stress. Und in der Phase bin ich nachts öfter mal mit so einem Ziehen in der Brust aufgewacht. Also das war wirklich hier und das war so ein richtig ekliges Gefühl. Es kann sein, dass ich, während ich geschlafen habe, nicht richtig geatmet habe. Und das war dann sozusagen das Resultat. Aber ich habe mir eingeredet, mein Herz ist kaputt. Mit meinem Herzen stimmt etwas nicht. Und mein Puls war auch hoch. Aber zum Arzt zu gehen, traute ich mich nicht. Ich meine, wie würde ich mich fühlen, wenn die plötzlich einen Herzfehler oder so diagnostizieren? Ohne Witz, ich habe in der Zeit so kranke Filme geschoben, aber dennoch irgendwie versucht, es zu verdrängen. War wahrscheinlich nicht wirklich die richtige Entscheidung, aber glücklicherweise hat es dann irgendwann aufgehört. Ab dann hatte ich immer mal wieder ein bisschen Panik, wenn etwas war, aber das hielt sich mehr oder weniger in Grenzen. Bis 2013, in dem Jahr bin ich zweimal ins Krankenhaus gefahren. Aber warum eigentlich? Eines Nachts hatte ich die Todeskopfschmerzen. Kennt ihr das? Ey Leute, hattet ihr schon mal sowas? Dass ihr euch etwas eingebildet habt, was eigentlich gar nicht da ist. Kann ich mich daran erinnern, dass ich mir jemals einen Schmerz eingebildet habe, der nicht da war? Eigentlich nicht, nee. Nein, ich bin nicht Hypochonder. Ja, ein paar Mal, okay. Ja, was bildet man sich ein? Ich weiß jetzt nicht, was ich mir einbilden sollte und das ist eigentlich gar nicht da. Das ist eigentlich komisch, ne? Wenn man so starke Kopfschmerzen hat, dass einem auch übel ist. Während ich da im Bett lag, habe ich meinen Kopf wirklich festgehalten, weil es so schlimm war. Natürlich war es kein geiles Gefühl. Ich habe auch Panikattacken, aber ich hatte auch Angst. Krass. Ich habe mir wieder die übelsten gute Besserung Filme geschoben, euch, wirklich. Von Hirntumor bis keine Ahnung. Ich dachte mir, das ist nicht normal. Die Art von Kopfschmerzen hatte ich noch nie. Das ist was ganz anderes als sonst. Ultra panisch und ängstlich habe ich ein Taxi gerufen und bin noch in derselben Nacht ins Krankenhaus gefahren. Wurde dort auch untersucht. Aber es wurde rein gar nichts gefunden. Jedoch gab es den ersten Verdacht auf eine Hypochondrie bei mir. Das Ganze ist Monate später nochmal passiert und wieder bin ich in der Nacht ins Krankenhaus gefahren und wieder wurde nichts entdeckt. In meinem Krankenhausbericht stand sogar leicht hypochondrisch veranlagt oder irgendwie sowas. Viele von euch kennen diese Ängste bestimmt, aber bei mir war es wirklich extrem. Also manchmal geht das sogar in Richtung Todesangst. 2014, wo ich dann nach Köln gezogen bin, war dann irgendwann wieder mein Herz im Fokus. Ich weiß, wie man seinen Puls misst und ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viele Schläge pro Minute es ungefähr sind. Moment. Also jetzt gerade habe ich einen Ruhepuls von ungefähr 70. Normalbereich. Aber damals habe ich das öfter mal in so einem panischen Zustand gemessen und dabei ist er natürlich höher. Da habe ich mir nur Fragen gestellt. Warum ist er so hoch? Warum macht das du? Ich mache doch gar keinen Sport gerade. 2015 kamen dann Verspannungen dazu. Kennt ihr das? Wenn es hier oben so richtig zieht, es ist so ein richtig unangenehmes Stechen, was nur ganz kurz da ist und sofort wieder weg und irgendwann wiederkommt. Das war für mich der Beweis, ja, mit meinem Herzen ist definitiv etwas nicht in Ordnung und ich liege im Sterben sozusagen. Aber Bruder, ich war nur verspannt. Bin deswegen auch tatsächlich zum Arzt, er hat mich untersucht mit EKG und so weiter und so fort. Ja, das fühle ich auch, ja. Ich glaube, jeder kennt manchmal so ein Stechen, also so ein extremes Stechen hier. Und dann denkst du dir auch so, Alter, ey, hoffentlich ist gerade nichts mit meinem Herzen, aber dann ist alles gut. Und denkst du dir, ah, ist wieder weg, perfekt. Und bei ihm ist dann halt so, oh, scheiße, ich muss direkt zum Arzt. Schrecklich, schrecklich, das geht nicht gut aus. Ja, hatte ich öfters, bis es dann hieß, dass ich einen Herzfehler habe. Okay, das ist dann natürlich, wenn sich dann so herausstellt, ist natürlich noch beschissener. Ist es überhaupt möglich, Schmerz zu empfinden, der nicht existiert? Weil Schmerz ist immer eine Kopfsache, eine Warnung, dass etwas mit dem Körper nicht stimmt. Wenn aber der Kopf Schmerzen empfindet und es vom Kopf herkommt, dann ist es genau die gleiche Kopfsache. Doch, es ist ja doch, es ist letztendlich eine Kopfsache, aber jeder Schmerz ist im Prinzip eine Kopfsache. Wie zum Beispiel, wenn du, wie soll ich es erklären, wenn du deine Hand nicht mehr spürst, ich weiß nicht, man kann es ja gar nicht vergleichen mit Phantomschmerzen und so, aber ich, auf jeden Fall, doch, ich würde schon sagen, das ist ja alles eine Kopfsache. Selbst wenn du dir voll in die Fresse haust, dann muss es erstmal ans Gehirn gehen, dein Gehirn sagt, ey, das ist ein Schmerz. Ja, ja doch, letztendlich ist das ja alles eine Kopfsache, wenn du es so siehst. Weil alles zum Gehirn gesteuert wird, bei jedem Schmerz. Nee, kenn ich eigentlich nicht. Hypochondrie legt man nicht einfach ab. Habe ich einen
einer abgeschwächten Form auch, da ich jahrelang Schmerzen hatte, teilweise steife Finger und Arme und die Ärzte sagen, ich bilde mir das nur ein. Trotzdem war ich quasi wie gelähmt, wurde in die Psychiatrie eingewiesen, habe halt versucht, Ursachen zu finden. Dank vielem Lesen und der Hypochondrie habe ich zum Glück von Wirbelsäulengymnastik gehört und bin jetzt fast schmerzfrei. Das ist sehr, sehr gut. Wenn du da eine Lösung gefunden hast, perfekt. Nichts Auffälliges gefunden. War natürlich mega beruhigt, aber einige Wochen später dachte ich mir, was, wenn das eigentliche Herzproblem nicht gefunden wurde und ich mir nur einrede, dass alles in Ordnung ist mit meinem Herz. Und so begannen die Filme von vorne. Aber sie waren nicht mehr so extrem wie vorher. 2016 hatte ich meine erste OP mit Vollnarkose und das erste, was ich gefragt habe, nachdem ich aufgewacht bin, hat das EKG bei mir irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt? Obwohl es bei der OP nicht mehr um mein Herz ging, es ging um etwas ganz anderes. Aber der Arzt nur so, nö, überhaupt nicht. Wie ich immer sicher gehen wollte. Ich weiß noch, wie ich kurze Zeit später meinen ersten großen Bluttest gemacht habe und ich hatte so Schiss vor dem Ergebnis. Konnte kaum schlafen, weil ich mir dachte, was, wenn hier irgendetwas entdeckt wird oder da oder ich einfach todkrank bin und es nur noch nicht weiß. Ich weiß, ja, das klingt komplett übertrieben und irrational, aber das sind halt die Filme. Zum Glück ergaben die Blut... Ah, Drakon, ja, du meinst eine Spiegeltherapie, ja, das kann funktionieren bei Phantomschmerzen. Blutwerte, das alles normal ist. Alles im Normalbereich. Ist an sich gut, aber noch im selben Jahr, Ende Sommer, meine erste Panikattacke. Körper fühlte sich so an, als würde er sozusagen herunterfahren. Extreme Angst vor Ohnmacht in dem Moment. Ich habe euch die Story schon mal erzählt. Ihr könnt euch gerne dieses Video angucken, wenn es euch im Detail interessiert. Aber ab da war der Moment, wo ich mir so gesagt habe, okay, das kann so wirklich nicht weitergehen. Ich brauche unbedingt professionelle Hilfe. Ich dachte, wie schlimm soll das noch werden? Wie schlimm soll das meine Psyche noch ficken? Und habe eine gute Therapeutin gefunden. Ein Jahr bin ich jede Woche hingegangen und ich habe es geschafft. Ich habe meine Panikattacken in den Griff bekommen. Aber meine Hypochondrie ist niemals vollständig weggegangen. Also es war nicht mal so schlimm wie vorher, aber... Ja, 2017 gab es eine Situation, da habe ich auf dem Auge plötzlich schlechter gesehen, aber nur auf einem Auge. Es hatte nichts mit meiner Sehstärke zu tun, es hatte auch nichts mit Kontaktlinsen zu tun, es war sehr plötzlich über Nacht. Deswegen habe ich direkt Cengiz angerufen. Ich meinte so, yo Cengiz, kannst du mich bitte in die Notaufnahme fahren, weil es könnte sein, dass ich einen Augeninfarkt habe. Weil die Symptome waren mega ähnlich. Bei einem Augeninfarkt ist es super wichtig, schnell zu handeln. Und Props an Cengiz, dass er mich direkt geholt hat. Irgendwann waren wir dort, aber im Warteraum habe ich schon gemerkt, dass mein Auge langsam wieder besser wurde. Und als ich dann untersucht wurde, konnte wieder nichts festgestellt werden. Es war nichts. War es Stress? Möglicherweise. So etwas Ähnliches ist mir irgendwann nochmal passiert. Aber da lag es daran, dass ich meine Kontaktlinse zu schnell abgezogen habe und dabei irgendwas in meinem Auge beschädigt habe. Also wurde mir Augentropfen verschrieben und 2 Tage später war alles wieder okay. Ihr merkt, es ist ein stressiger Müll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich einige fragen, yo, wie ist denn das eigentlich? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich wusste ja, dass es das gibt, so Hypochonder, aber ich wusste gar nicht, was das so richtig ist. Und ich kenne keinen, der das hatte. Also wirklich, Hypochonder, ich kannte davor noch niemanden, der so eine Krankheit hatte. Irgendwie ist das heftig, was der Kopf machen kann. Ne? Also der Kopf kann in so vielen Hinsichten einfach einen Schaden bekommen, das ist echt nicht normal, das ist sehr schade eigentlich. Heutzutage, das ist so vielen passiert. Hast du das im Griff? Hast du das nicht im Griff? Es ist Ende 2021. Und ich bin immer noch veranlagt, was Hypochondrie angeht. Wie gesagt, es ist nicht mehr so schlimm wie damals, aber aktuelles Beispiel. Vor ungefähr einem Monat ist mir beim Pinkeln aufgefallen, dass mein Urin sehr schäumt. Und ich dachte mir so, war das schon immer so? Habe ich es nur nicht bemerkt oder was ist das? Am Anfang habe ich versucht, das irgendwie zu ignorieren, aber es ging nicht anders. Also jedes Mal, wenn ich pinkeln war, habe ich das gesehen und dachte mir, what the fuck? Was tat ich also? Ich habe gegoogelt. Und ich weiß, viele werden jetzt sagen, das ist das Dümmste, was man tun kann, weil am Ende des Tages steht da, du hast immer Krebs. Egal was es ist, du hast immer Krebs. Aber ich finde, man sollte differenzieren. Also es ist ein Unterschied, ob du auf gutefrage.net gehst, wo Leute irgendwelche dummen Sachen schreiben, oder auf medizinische Blogs, wo steht, hey, es könnte harmlose Ursachen haben, wie zum Beispiel das, das und das. Es könnte aber auch fortgeschrittene Ursachen haben, wie das, das und das. Klär das ab. Wie gesagt, es gibt auch seriöse Quellen und mir persönlich hat das sogar schon oft geholfen, so realistisch abzuwägen, in welche Richtung das gehen könnte. Es kam raus, dass es sein könnte, dass der Eiweißgehalt im Urin zu hoch sein könnte. Das wäre aber komisch, weil das würde bedeuten, dass mit der Niere irgendwas nicht stimmt. Und ich dachte mir so, what the fuck, meine Niere? Also weder habe ich irgendetwas Erbliches. Aus dem Nichts einfach die Niere. Noch schädige ich meine Niere durch beispielsweise Alkohol. Also ich trinke super selten Alkohol. Dort stand aber auch, es könnte einfach nur am Klo liegen. Das heißt, wenn ihr auch so etwas habt, auch wenn es disgusting klingt, pinkelt mal in ein Glas rein. Ich weiß, es klingt komisch, aber in meinem Falle hat er auf einmal gar nichts geschäumt. Und es macht ja auch irgendwo Sinn. Du reinigst deine Toilette und Rückstände vom Reinigungsmittel können dazu führen, dass es nun mal schäumt. Aber seit 2 Wochen habe ich ein neues Problem, was mich nervt, was mich beschäftigt. Es ist immer noch da und es nervt mich, weil ich mir das nicht erklären kann. Und zwar habe ich genau seit 2 Wochen genau hier in unregelmäßigen Abständen ein Druckgefühl.
Manchmal sticht es auch ein bisschen. Also quasi linker Unterbauch von mir aus. Und es ist nicht wirklich ein Schmerz. Also es tut nicht weh oder so. Es drückt einfach nur. Ach, da hat sich ein Nerv eingeklemmt. Der muss nochmal ordentlich scheißen gehen. Ich denke, das ist wirklich... Das ist ein klassisches Scheißproblem. Das ist ein klassisches Scheißproblem, Leute. Und ich denke, wenn er hier einfach mal eine Wurst abdrückt, so, dann let's go. Dann ist Vic wieder auf einem besseren Pfad. Das ist jetzt mein Tipp an ihn. Ich denke, er würde dann auch sagen, ja, ey, du hast so recht. Junge, wie schlau bist du bitte? Werd bitte Arzt oder so. Zu viel Masturbation, das kann auch sein. Das kann auch sein. Der hat zu viel masturbiert. Das ist ein großes Problem. Es fühlt sich so an, als würde man hier so reindrücken. Ich versuche es zu ignorieren, weil ich mir denke, wenn es wirklich schlimm wäre, dann würde es wehtun. Aber mein Kopf rattert trotzdem die ganze Zeit. Milz und Niere können das nicht sein, weil erstens wäre das linker Oberbauch, also unter dem Rippenbogen. Und zweitens würde man eine vergrößerte Milz tasten können. Aber da ist nichts. Niere auch nicht, weil dann würde mit dem Urin etwas nicht stimmen. Man kann eine vergrößerte Milz tasten? Es würde vielleicht schäumen. Deswegen gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder Darm, Magen oder eingeklemmter Nerv. Könnte eine... Ich kenne das Video nicht. Eingeklemmter Nerv, Leute. Eingeklemmter Nerv. Und ich bin ein Arzt. Fragt mich einfach. Geht einfach unten nicht kacken und dann ist das Ding weg. Dickdarmentzündung sein, eine Blinddarmentzündung, eine Magenschleimhautentzündung. Hat sie noch nicht gehört. Natürlich hoffe ich auf den eingeklemmten Nerv. Kann sogar wirklich sein, weil ich habe hier hinten so ein bisschen Schmerzen. Siehst du? Und es kann sein, dass ich den bis hier nach vorne spüre. Das Gute, ich teste bei mir übrigens auch nur Fett. Ich habe gerade eben getestet. Man merkt einfach, da sind 3 Kilo mehr drauf. Oh, scheiße, ey. Warte. Da fühle ich nur Fett. Das ist keine vergrößerte Milz. Scheiße, ey. Ich will doch bloß eine große Milz haben. Sind, weswegen ich da weniger Angst habe. Aber man muss trotzdem dran denken, ne? Übermorgen bin ich wieder in Deutschland. Erstens wegen Silvester und zweitens, ich ziehe ja zurück nach Köln. Deswegen habe ich Wohnungsbesichtigung. Und in dem Zeitraum gehe ich zu meinem alten Hausarzt und lasse es einfach mal untersuchen. Wünscht mir Glück, dass es nichts Schlimmes ist. Was ist das Fazit? Naja, es gibt 2 Vorteile. Erstens, ich habe ein relativ gutes Grundwissen über Krankheiten bekommen. Und zweitens, ich kümmere mich relativ schnell um meine Gesundheit, wenn irgendwas ist. Aber der Stress und die Tatsache, dass ich nicht entspannen kann, ist es einfach nicht wert. Es ist trotzdem eine psychische Krankheit. Man darf nicht vergessen, dass durch Stress überhaupt vieles erst ausgelöst wird. Was ist eure Meinung dazu? Gibt es unter euch auch diagnostizierte Hypochonder? Schreibt es unten rein. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch solche Realtalks gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was bei ihm das so abgeht. Hypochonder, ey, ich habe damit noch nie Erfahrung gehabt. Ich kenne absolut niemanden, der das hat oder hatte oder sowas. Ist auf jeden Fall mal spannend zu hören, aber gleichzeitig irgendwie ein bisschen traurig.